Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Kaffee-Video. Hallo, Swatika. Ja, die Woche klingt hier aus mit dem Festival Kaffee on the Beach. Ja. Das erste von den mehreren, die es jetzt bis zum Sonntag geben wird. Wir schauen uns heute mal das erste hier an, gleich hier vorne. Ja, nicht ganz beim Zentral-Shopping-Center, ein bisschen weiter nach oben Richtung Straße Nummer 6. Und wie so am ersten Tag das hier aussieht, zeigen wir euch in diesem wunderschönen Video. Wie wir im Titel schon geschrieben haben, wir wussten ja, dass wir hier nur Zaungäste sind. Das ganze Event steht hier unter dem großen SAH Plus Logo, soll natürlich auch für dieses SAH Plus Programm und so weiter ein bisschen werben. Bedeutet, man kommt hier nur rein, wenn man einen entsprechenden Status hat oder wenn man sich vorher hat testen lassen. Auch überall wird das kontrolliert und überall wird auf großen Schildern darauf hingewiesen. Und die vielen Security, die vielen Polizisten weisen die Leute dann auch darauf hin, dass man dort einfach keinen Zutritt hat, wenn man nicht entsprechend diesen Richtlinien entspricht. Und so wie das bei uns halt beiden so ist, wir bleiben draußen vor, uns bleibt der Weg von außen vorbei an den Toiletten. Ja, besser, dann ein bisschen anschauen, an der Aussehen. Genau, wir fühlen uns nicht diskriminiert, wir hätten nicht hergehen müssen, wenn uns das massiv gestört hätte. Aber es gibt ja auch viele Zuschauer, die jetzt schon herkommen oder die auch hier leben und entsprechend sich dann behandeln lassen haben. Und die können natürlich hier auch entsprechend dann hingehen. Natürlich, so vom Gedanken her, so ein Festival klingt gut. Man kann vielleicht verschiedene Kaffeesorten probieren, man kann ein bisschen Kuchen essen, man kann ein bisschen vielleicht was mitnehmen für zu Hause, weil man vielleicht eine richtig gute Kaffeesorte gefunden hat, die nicht die Standardsorte aus dem 7-Eleven oder Family Markt ist. Ja. Aber leider nicht. Wir können uns so ein bisschen an den, nicht mal Schaufenster, aber an den Gittern die Nase platt drücken. Fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn man sich damit befasst. Aber wie gesagt, wir hatten das vorher gewusst. Es steht überall in den Ankündigungen drin. Ja. Muss man nicht enttäuscht sein. Und wer herkommen möchte und die Voraussetzung natürlich erfüllt, für den ist das nett. Zu wenig Leute. Es sind zu wenig Leute, aber man hat halt eine schöne Bühne aufgebaut, macht ein schönes Programm. Es wird auch für die offiziellen Medien in den Zeitungen, in den Social Media für morgen, vielleicht sogar im TV, die entsprechenden Bilder produzieren mit den Prominenten, mit den Oberen. Damit ist das alles gut. Oder vielleicht wir zu früh da. Nein, vielleicht später Leute kommen, wenn dunkel oder wie. Ja, natürlich, aber auch um 18 Uhr, um 19 Uhr oder um 20 Uhr hast du dasselbe Problem, dass du als Unbehandelter da halt nicht reinkommst. Mhm. Hier sieht man nochmal die großen Logos, die schon überall da dran sind. Natürlich macht es Sinn, es soll eine Werbeveranstaltung für das SAH Plus System sein. Man möchte ja auch, dass sich viele, viele Restaurants, viele, viele Anbieter da zertifizieren, entsprechende Maßnahmen ergreifen für ihr Business. Vielleicht ist es für den einen oder anderen Inhaber von einem Restaurant, von was auch immer, interessant und kann sich da noch ein paar Informationen holen, weil auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist ja auch nochmal so große Informationsstände aufgebaut, auch nochmal eine Bühne. Also so ganz abwegig ist es nicht, ist es halt nur für den normalen Zuschauer wie uns beide, die sich vielleicht für Kaffee interessiert hätten, nicht besonders spannend. Ja, Kaffee, ich liebe bei dir trinken besser. Ja, das ist nicht schlimm. Es gibt viele Kaffeesorten. Der eine schmeckt dem einen, der andere schmeckt dem einen nicht. Von dem einen kriegt der eine Kopfschmerzen, der nächste kriegt Herzrasen. Das hätte man hier alles ein bisschen öffentlicher machen können, weil wenn man das so vergleicht mit den Festivals hier für Feuerwerk, für Musik, da waren wenigstens die Essensbereiche offen gewesen. Aber wenn man das hier nicht so haben möchte, dann muss man das akzeptieren. Es ist einfach so, wie in die meisten Dinge in Thailand. Man kann über vieles diskutieren, man kann sich über alles aufregen, ärgern, kann man sich auch, aber es hilft einem sowieso nicht. Ja. Und damit war das für uns aber auch ganz klar. Wir hatten gesagt, dann ist es halt so. Mhm. Wir waren da ganz entspannt. In diesem Zusammenhang gleich nochmal herzliche Grüße an Bernd.
Du hast uns gesehen, wie entspannt wir hier rumschlendern. Ja, wie öfter jetzt in den letzten Tagen, es sind einige unserer Zuschauer hier in Thailand, in Pattaya angekommen. Zu viel, ja. Und dann ist es mal ganz nett, wenn hinter einem gerufen wird, hallo, hallo, Mot, Frank. Sehr nette. Wir völlig fokussiert auf unsere Arbeit. Wir planen schon die ersten Einstellungen, wie das genau aussehen muss. Was jetzt ist. Da? Aber dann sieht man mal, auch wieder die Zeiten, die wir angeben, sind wirklich live. Die Bilder sind echt, die wir produzieren. Ist immer nett, Bernd. Und nicht vergessen, du hast gesagt, du hast bis heute noch nicht abonniert. Du möchtest es heute nachholen und zum ersten Mal einen Kommentar schreiben. Pech gehabt. Pech gehabt. Jetzt haben wir dich an den Beinen. So, und da es hier für uns auch im Außenbereich nicht weitergeht, entscheiden wir uns einfach das, was wir immer gerne machen. Genießen noch ein bisschen den Sonnenuntergang, genießen noch ein bisschen den Strand. In der Ferne sieht man schon ganz hinten am Dusitani aufgebaut auch schon. Ja. Dann haben wir gesagt, oh, lass uns doch dahin gehen. Mhm. Die wollen uns hier nicht, kein Problem. Gehen wir in die andere Richtung. Mhm. Ist ja groß, man kann ja hier weit, weit laufen. Und dort hinten sieht man jetzt durch die Kameraeinstellung nicht so gut, aber ganz hinten ist schon viel aufgebaut beim Dusitani und das schauen wir uns dann auch gleich noch an. Ja, und bei Beach viele Leute, ne? Bisschen sitzen und spielen und Familie mit Kindern, ne? Ja, das beginnt halt also wieder so ein typisches Wochenende hier in Pattaya. Heute reisten schon die ersten an, man sieht es auch gleich noch in den nachfolgenden Bildern von Leuten, die hier schon da sind, mit Kind, mit allem, was dazugehört. Die haben Spaß hier. Wenn man so im Hintergrund jetzt so den Sonnenuntergang sieht und denkt, Mensch, ist das schön romantisch und die Farbe ist schön. Ja, jetzt muss ich aber wieder als typisch Deutscher hier reingrätschen und sagen, ja, aber wir haben im Moment eine fürchterliche Luftverschmutzung hier in vielen Teilen von Thailand. Und wir haben es heute Abend auch gemerkt, wir waren ja eigentlich nur für eine Stunde unterwegs gewesen, aber nach der Stunde hast du auf der Zunge so ein Gefühl, als wenn du Sand eingeatmet hast, trotzdem du hier maskiert rumlaufen musst. Also die Luftverschmutzung ist im Moment sehr, sehr schlecht hier. Ja. Wird auch teilweise gewarnt von öffentlichen Stellen, dass man die Fenster geschlossen haben soll. Leute, die medizinisch da ein bisschen Probleme haben, sollen ein bisschen vorsichtiger sein. Noch vorsichtiger sein, natürlich. Und ist schön anzuschauen, aber dieser Dunst den ganzen Tag, dieses diesige und dann diese Luft, die wirklich so schmeckt, als wenn da Sand drin wäre, zumindest ist mein Eindruck, nicht wirklich schön. Man sieht es nicht an den Masken. Also wir haben meistens dunkle Farbe, aber an den hellen habe ich es auch noch bei niemandem gesehen, ob das irgendwie so gelblich wird oder rötlich wird. Aber es ist halt so in der Luft drinnen richtig schlimm. Hier in Pattaya natürlich geht es, hier ist offener Meer, hier ist ein bisschen Wind. In Bangkok plus den Abgasen von den Autos und so weiter wird das alles noch mal schwieriger. Ja. So, aber soll uns nicht abhalten. Wir machen noch so einen kleinen Abendspaziergang, schauen uns hier so ein bisschen die Gegend an. Überraschenderweise, wir waren ja vor 2 Tagen, glaube ich, hier gewesen, hatten euch diese kleine Baustelle gezeigt, wo alles abgesperrt war, wo alles zugemacht war mit Stahlplatten und so weiter. Die Stahlplatten gibt es heute noch. Den grünen Bauzaun hat man mal weggemacht, weil halt das Dusitani dort ein großes Event veranstaltet. Höchstwahrscheinlich auch auf eigene Kosten, das darf man wahrscheinlich auch nicht vergessen. Ja? Die machen das ja auch, damit die ihren Gästen ein bisschen was bieten, damit sie ihr Hotel anbieten können, vorstellen können, nicht anbieten, sondern vorstellen können. Und was wir ja aus der Erfahrung, wir haben zwar da noch nicht gewohnt, aber wir haben schon so oft von dem Essen geholt, das ist wirklich, es gibt in anderen Restaurants, in anderen Hotels auch gutes Essen, keine Werbung, liebe YouTube-Aufpasser. Nein, aber wirklich von uns, wenn ihr dort oben in der Ecke Naklua seid und die haben ihr Essen draußen wieder aufgebaut, probiert es einfach mal. Wahrscheinlich wird es euch auch schmecken. Die Küche ist wirklich top dort. Also kann man nicht meckern. Ja. Und wenn die jetzt was am Strand aufbauen, weiß man nicht genau, ob man dort als normaler, unbehandelter hinkommt dann am Morgen, wenn die aufmachen. Muss man sehen, aber wäre eine Empfehlung. Diese Richtung, das ist schön, ne? Gefällt mir. Ein bisschen Lyrik. Wow. Ja, du hast den ganzen Tag schon gearbeitet, du bist am Abend ein bisschen entspannt und so ist es mit vielen Leuten auch schon. Die sind jetzt angereist, wohnen in den gegenüberliegenden Hotels, die hier natürlich gerade am Wochenende voll beleuchtet sind. Hatten wir auch schon öfter mal gesagt, von Montag bis Freitag oder von Montag bis Donnerstag fast alles dunkel, gerade so bei den großen Trümmern, die da stehen, wie Holiday Inn und so weiter. Aber
übers Wochenende sind die wirklich richtig gut beleuchtet. Thailändische Touristen natürlich, thailändische Urlauber, die übers Wochenende mit ihren 50% Angeboten kommen. Klar, aber es sieht dann einfach schon mal ein bisschen voller aus, auch an den Stränden. Wir sind nicht mehr ganz so einsam und alleine hier, was wir sowieso im Moment nicht mehr sind. Ja, hier, wie wir es gerade gesagt haben, Stahlplatten liegen noch. Den Rest hat man von der Baustelle aber alles weggemacht. Trotzdem wird weitergearbeitet. Hier auf der rechten Seite bauen die Leute vom Tusitani ihre Stände auf, ihre Zelte, ihre Essen und so weiter alles. Ja. Und auf der linken Seite wird mit riesigen Baggern hier noch Steine und Sand abgekippt. Ist lustig, aber vielleicht ist das so von der Organisation nicht besser zu machen gewesen. Ja. Also hier könnte man auch noch, wenn man in der Nähe ist, wenn man daran Interesse hat, sich das anschauen. Morgen müssen wir mal schauen. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr bei dem Video dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren wie Bernd. Gerne einen kleinen Kommentar rein. Hilft uns alles weiter bei dem Kanal. Wir sagen danke, tschüss und falls wir uns nicht mehr hören sollten, schönes Wochenende. Tschüss.